Im Morgengrauen wird Privatdetektiv Josef Martula in der Villa Windsor wach. Vor dem aufgeschweißten Tresor entdeckt er eine Leiche. Die Polizei stellt fest, dass die Tatwaffe Martula gehört. Seine Aussagen klingen wirr und unglaubwürdig. Er wird verhaftet. Rechtsanwalt Dr. Renz erfährt erst jetzt, dass Martula sich als Hausmeister getarnt hat, um Dr. Winzer, einen bekannten Rüstungselektroniker, zu bewachen. Allerdings hält sich Winzer seit Monaten in Frankreich auf. Mit Hilfe des zwielichtigen Journalisten Kirsch findet Dr. Renz heraus, dass der Tote ein Spion war, der manchmal Pablo Delgado hieß. Von Winzers Frau Helga und ihrer Tochter Nathalie hofft Renz, Informationen zu bekommen, die Martula entlasten könnten. Vergeblich. Schließlich ringt Dr. Renz mit Staatsanwalt Arendt um Martulas Freilassung. Bei einem Haftprüfungstermin springt Martula plötzlich auf und flieht. Er muss den wahren Täter finden. Sie wünschen bitte. Ich möchte zu Herrn Peters. Ihr Name? Martula. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Ich habe keinen dabei. Einen Führerschein? Den habe ich im Wagen. Wenn Sie ihn bitte holen wollen. Sie brauchen dann nur Herrn Peters anzurufen und zu sagen, dass ich ihn sprechen will. Ich wette, er will. Ja, er ist dann Herr Martula. Behauptet, Herrn Peters erwarte ihn. Frau von Mühlbach kennt Sie nicht. Wer ist Frau von Mühlbach? Die Vorzimmerdame. Ich habe nicht behauptet, dass mich die Vorzimmerdame kennt. Ich habe gesagt, Herr Peters kennt mich und erwartet mich. Tut mir leid. Ohne gültigen Lichtbildausweis kann ich Sie hier nicht durchlassen. Ich habe von Herrn Peters einen persönlichen Auftrag. Und den muss ich persönlich referieren. Ja. Genau so sehen Sie aus. Halt, stehen bleiben! Bleiben Sie stehen! Entschuldigung. Ja? Können Sie mir sagen, wo das Büro von Herrn Peters ist? Peters? Meinen Sie den von der Fahrbereitschaft? Nein, ich meine Herrn Peters vom Vorstand. Ja, den gibt's auch. Der müsste im 16. Stock sitzen. Aber warten Sie, ich schau mal nach. Okay, okay. Ruf die Polizei an. Schieß, Hans, schieß! Hören Sie, ich bin ein Mitarbeiter der Société Aéronautique Française. Ich muss mit Mr. Peter sprechen. Es ist sehr wichtig. Vous pouvez parler français? Quel est votre nom? Il s'agit de quoi? Chasse.
Entschuldigen Sie, dass ich hier so eindringe. Ich habe den ganzen Tag versucht, Ihren Mann zu sprechen. Aber man hat mich nicht vorgelassen. Und Sie wissen, dass ich mit Ihnen sprechen muss. Wer sind Sie? Was haben Sie gesagt? Ich frage, wer Sie sind und was Sie von mir wollen. Moment. Ich muss die erste Frage noch verdauen. Sie wollen nicht in meinem Büro gewesen sein? Gewiss nicht. Am 25.07. gegen 17 Uhr. Bitte sagen Sie mir, was das soll. Sie haben mir einen Auftrag gegeben, Herr Peters. Sie haben mir erklärt, wer Dr. Winzer ist. Wie wichtig und wertvoll seine Arbeit für die HEG ist und wie schlampig er mit seinen Unterlagen umgeht. Wollen Sie das alles leugnen? Ich kenne Sie nicht. Und was die Sicherheitsbelange der HEG angeht, darum kümmert sich der Werkschutz. Wollen wir unter vier Augen miteinander reden? Ich habe nichts mit Ihnen zu besprechen. Schon gar nicht, was meine Frau nicht mit anhören dürfte. Ich verstehe. Sie leugnen alles. Sie sagen mir frech ins Gesicht, dass Sie mich nie gesehen haben. Selbst wenn ich Sie der Polizei als meinen Auftraggeber nenne. Gut, Herr Peters. Wenn Sie mich nicht kennen, kann ich Ihnen ja auch kein Ehrenwort gegeben haben. Gehen Sie. Schmuck siehst du aus. So? Warum bist du ausgebrochen? Ich konnte nicht mehr. Ich konnte euer Gewäsch einfach nicht mehr mit anhören. Mir war schlecht. Es geht um mich und es geht um meine Freiheit und ich... Ich musste einfach raus, verstehst du das? Ich fürchte ja. Leichter haben wir es jetzt allerdings nicht. Wenn seine Frau nicht dabei gewesen wäre, hätte ich ihn in die Schnauze gehauen. Körperverletzung fehlt uns noch. Das wär's gewesen. Ich hätte ihm eine reinhauen sollen. Und wenn er mich dann angezeigt hätte, wäre das der Beweis gewesen, dass er mich kennt. Das mache ich auch. Morgen. Komm, werd nicht kindisch. Hast du einen Vertrag mit ihm? Irgendein Papier? Papier? Ich muss ihm versprechen, dass ich auf keinen Fall und unter keinen Umständen niemandem gegenüber zugebe, dass ich Winzer im Auftrag der HEG bewache. Der berühmte Pfadfinder halt. Ja. Dass auch Frau Winzer nichts davon erfährt. Obwohl ich den Eindruck habe, dass sie ganz genau Bescheid weiß. Interessant. Ja, und nach diesem Geschwätz hat er mir für die nächsten beiden Monate 20.000 Mark in die Hand gedrückt. Bar? Klar. Ich habe von Anfang an den Verdacht gehabt, dass man dich zu genau diesem Zweck engagiert hat. Als Sündenbock. Du meinst, er hatte den Mord schon geplant, als er mich einstellte? Er? Oder Leute hinter ihm? Vielleicht sind er und Delgado auch nur Figuren in einem größeren Spiel. Delgado? Der Tote. Er hieß Pablo Delgado. Oder nannte sich zumindest so.
Er hat sich vor 2 Monaten in einem Luxus-Apartment in Frankfurt eingemietet. Woher weißt du das? Der Staatsanwalt hat seine Geheimniskrämerei aufgegeben. Wenigstens soweit. Was sagt er zu meiner Flucht? Sie passt ihm in den Kram. Ja. Erstens nimmt er sie als Geständnis. Und zweitens ist er sicher, dich bald wieder einzubuchten. Guten Tag, Frau Winzer. Herr Matula, wie sehen Sie denn aus? Ich habe Sie zuerst gar nicht erkannt. Das beruhigt mich ein wenig. Jedenfalls bin ich froh, dass Sie wieder auf freiem Fuß sind. Ich habe Ihrem Anwalt schon gesagt, es ist eine Unverschämtheit, einen Mann einzusperren, der nichts als seine Pflicht getan hat. Frau Winzer, ich habe den Einbrecher nicht erschossen. Ja, das sagte der Anwalt schon. Ja, wenn Sie meinen, dass das besser für Sie ist, ich verstehe nichts von juristischen Dingen, dann wollen wir uns alle daran halten. Sie haben den Einbrecher nicht erschossen. Wer war es denn dann? Irgendjemand muss den Mann doch erschossen haben. Ich weiß es nicht. Ist das gut? Man sollte der Polizei irgendeine Erklärung geben. Frau Winzer, ich stehe unter Mordverdacht. Ich muss den Mann finden, der geschossen hat. Oder die Frau. Dazu ist die Polizei doch da. Wo war Ihr Mann in der Tatnacht? In Brüssel, warum? Ich dachte, er hält sich in Quiberon auf. Ja, aber Mittwoch letzter Woche war er in Brüssel. Ich habe versucht, ihn da anzurufen. Versucht? Ja, am Mittwochabend und am Donnerstagmorgen. Aber er war nie zu Hause. Am Donnerstagabend war er dann schon abgereist. In welchem Hotel hat Ihr Mann gewohnt? In Londres. Geben Sie mir auch einen? Danke. Als Sie mich eingestellt haben, haben Sie da gedacht, ich wäre ein Hausmeister? Wieso? Ich... Sehe ich wie ein Hausmeister aus? Ein bisschen jung vielleicht. Der vorige war älter. Wieso? Sind Sie denn kein Hausmeister? Hat mich jemand empfohlen? Sie haben angerufen und gesagt, Sie wüssten, dass hier eine Stelle frei ist. Und aber das wissen Sie doch alles selbst. Hat mich jemand empfohlen? Herr Peters vielleicht? Der von der HEG? Nein. Weshalb ist der andere Hausmeister gegangen? Er hatte gekündigt, ein bisschen überraschend. Er sagte, er wolle aus Frankfurt wegziehen. Wie heißt er? Sommer, Otto Sommer. Seine Wohnung? Er hat hier gewohnt. Er hatte keine andere Wohnung. Sie sind sehr nett. Ich hätte Sie gern auf meiner Seite gehabt. Aber ich bin doch... Wenn Sie wechseln wollen, Sie sind willkommen. Herr Sommer? Ja. Ja? Sie haben einen Moment Zeit, Herr Sommer? Was ist los? Woher kennen Sie mich? Militärischer Abschirmdienst. Verhalten Sie sich unauffällig. Ich habe Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Ja, aber ich war doch schon über 14 Tage bei Winzers weg, als er... Ich habe davon nur in der Zeitung gelesen. Ich weiß nichts. Wie kamen Sie zu der Anstellung bei Herrn Peters? Er hat mir die Stelle angeboten. Warum? Fragen Sie ihn doch. Haben Sie von der Geschichte bei Winzers in dieser Zeitung gelesen? Nein. Ist das der Ermordete? Ja. Kennen Sie ihn? Ja, ich glaube ja. Woher? Er war mal im Haus. Im Haus Winzer? Ja. Wann? Ich weiß nicht.
Schon eine Weile her. Als Gast? Ja, er hat Fräulein Nathalie besucht. War Herr Winzer an dem Tag auch da? Der Doktor? Nein. Aber Frau Winzer? Ich weiß nicht, ich glaube auch nicht. Vielleicht war er auch gar nicht im Haus, vielleicht hat er nur Fräulein Nathalie abgeholt, aber das Gesicht kenne ich. Wie hast du diesen Hausmeister gefunden? Einwohnermeldeamt. Er hat sich ganz ordnungsgemäß an- und abgemeldet. Das ist doch sehr interessant, dass Peters diesen Herrn Sommer offenbar abgeworben hat, um die Stellung für dich freizumachen. Scheiß auf Peters. Mich macht viel heißer, dass Nathalie Winzer und wahrscheinlich die ganze Familie Winzer den Einbrecher gekannt hat. Sommer war sehr vage, sagst du. Ich habe noch was anderes. Der Gardo hat ein goldenes Feuerzeug, auf dem die Buchstaben N und P eingraviert waren. N und P, und zwar einzeln, mit einem herzförmigen Schnörkel verbunden. Nathalie und Pablo. Nicht zwingend, aber auch nicht schlecht. Damit ist die Beziehung nicht mehr vage. Man schenkt flüchtigen Bekannten keine goldenen Feuerzeuge. Hm. Und wo ist dieses Feuerzeug? Beim Beweismaterial, nehme ich an. Ich habe übrigens noch etwas über Delgado erfahren. Er soll ein enger Freund des italienischen Rüstungsindustriellen Mancini sein. Er war jedenfalls Gast auf dessen Yacht, bevor er nach Frankfurt kam. Mancini? Hm. Merke ich mir. Vielleicht lädt er mich auch mal ein. Wir müssen Nathalie und Dr. Winzer zur Sache hören. Sonst geht nichts weiter. Dann lass sie doch vorladen. Das kann ich erst zur Hauptverhandlung. Und auch da gibt es Auswege. Ich fahre nach Frankreich. Das kannst du nicht. Du hast keinen Pass und außerdem stehst du auf der Fahndungsliste. Das lass meine Sorge sein. Kann ich nicht. Auf der anderen Seite stecke ich bis oben hin in Terminen. Ich fahre und du telefonierst. Mit wem? Winzer war in der Mordnacht im Hotel Londres in Brüssel gemeldet. Aber er war weder Mittwochabend noch Donnerstagmorgen zu erreichen. Woher weißt du das? Frau Winzer hat mir das erzählt. So beiläufig. Dass es Absicht war. Es schien mir so. So naiv, wie sie tut, kann sie nicht sein. Soll ich das Londres anrufen? Das bringt nichts. Aber Winzer fährt einen sehr auffälligen Wagen. Und du kennst den Oberrat Göbel vom Grenzschutz. Der müsste herausfinden können, wer in der Nacht vom 4. zum 5. Dienst am Autobahngrenzübergang Belgien-Deutschland hatte. Wer merkt sich schon ein Auto? Kein Auto. Ein brombeerroter Ferrari. Und nachts ist nicht viel Verkehr. Ich weiß, es ist ein Strohhalm, aber... Okay, wann fährst du? Sobald ich meinen Führerschein habe. Wo ist der? Bei mir zu Hause. Ich hole ihn dir. Und wenn Sie die Wohnung überwachen? Habe ich nachgeguckt, ob das Gas abgestellt ist. So was mache ich oft für Mandanten. Dass sie diese blöden Passkontrollen abgeschafft haben. Das können Sie laut sagen. Hallo, Walter, wie geht's? Du hast recht. Es ist wirklich eine Schande, dass ich mich nur melde, wenn ich was will. Aber ich verspreche dir... Also gut. Ich möchte wissen, ob in der Nacht vom 4. zum 5. ein dunkelroter Ferrari mit Frankfurter Kennzeichen über die Autobahngrenze von Belgien nach Deutschland gefahren ist. Das weiß ich auch.
Aber so ein Schlitten könnte doch einem der diensthabenden Jungs aufgefallen sein. Und wer Dienst hatte, das wirst du ja feststellen können. Der Fahrer ist der Liebhaber meiner Frau. Im Ernst. Es ist sehr wichtig für einen Mandanten von mir. Kirsch möchte Sie sprechen. Soll reinkommen. Herr Kirsch, bitte. Guten Tag. Tag. Was verschafft mir die Ehre? Ehre? Naja. Mir ist etwas durch den Kopf gegangen. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Ja. Tja. Herr Matula ist doch ein eher simpler Mensch. Finden Sie? Nein, ich kenne ihn nicht, aber was man so hört, ehemaliger Polizist im niederen Dienstrang, kaum internationale Beziehungen, ohne Erfahrung auf dem Gebiet der Industrie im Allgemeinen und der Waffentechnik im Besonderen. Wie ich Ihnen sagte, alles Eigenschaften, die für seine Unschuld sprechen. Ein sehr grober Schluss. Ich würde sagen, Umstände, die Hintermänner vermuten lassen. Auftraggeber, Bezugspersonen. Haben Sie welche gefunden? Nun, Herr Matula arbeitet seit Jahren, genauer seit einem Strafverfahren, aus dem Sie ihn recht glimpflich herausgepaukt haben. Das ist falsch. So? Ich habe andere Informationen. Und arbeitet also seit Jahren eng mit Ihnen zusammen. Sie wiederum erfüllen alle die Anforderungen, denen Matula nicht genügt. Internationale Beziehungen, große Erfahrungen auf wirtschaftlichem Gebiet, eine ehrbare Fassade. Sie gehen sehr weit, Herr Kirsch. Genauer... Zu weit? Dann bitte ich um Entschuldigung. Sie wissen, ein Journalist ist eine zwiegespaltene Person. Einerseits Rechercheur, dem Faktischen verantwortlich. Andererseits ein armer Wicht, wenn er die gesammelten Steinchen nicht zu einem Bild zusammenfügt. Ich möchte bitte Dr. Winzer sprechen. Pourquoi? Ich spreche kein Französisch. Ich komme von seiner Frau und habe ihm etwas auszurichten. Kommen Sie herein. Mein
Matula? Ich muss zugeben, den habe ich hier nicht erwartet. Wenn Sie die Polizei verständigen wollen, drin ist das Telefon. Wissen Sie die Nummer? Telefonbuch. Auf der ersten Seite. Dr. Winzer? Ja, kommen Sie rein. Bitte, nehmen Sie Platz. Was ist dies? Ja. Bedauerlicher Vorgang, das in meinem Hause. Wie erklären Sie sich das? Ich hatte eine Erklärung von Ihnen erwartet. Sehen Sie, und ich von Ihnen. War ich am Tatort oder Sie? Sie wissen, dass ich unter Tatverdacht stehe? Sie sind ausgerissen, höre ich. Was für wichtige Unterlagen waren in Ihrem Tresor? Und wer wusste davon? Mancini vielleicht? Der wüsste in der Tat sehr gerne, was ich aushicke. Er ruft mich alle Nase lang an, um mich abzuwerben, aber ich habe mich nun einmal anderweitig entschlossen. Haben Sie mal Feuer? Haben Sie Feuer? Zufällig? Kennen Sie Pablo Delgado? Delgado? Ist das nicht Spanisch? Und heißt schlank? Kannten Sie ihn? Herr Matula, wäre es nicht ratsam, wenn die Ermittlungsbehörden diese Fragen stellen, nicht ein Hausmeister? Ich bin kein Hausmeister. Ich weiß, Ihre Rolle ist ein wenig undurchsichtig, aber auch das ist Sache der Polizei. Was mich und meine Familie angeht, darf ich jedoch sagen, dass Sie meine Frau hintergangen bzw. getäuscht haben. Sie reden von Ermittlungsbehörden, entziehen sich Ihnen aber durch Ihren Aufenthalt in Frankreich. Sie, auf der Flucht, werfen mir vor, dass ich mich den Behörden entziehe? Herr Staatsanwalt, was... sagen Sie zu diesem Vorwurf. Was tun Sie hier? Meine Pflicht, Herr Matula. Seien Sie versichert, meine Pflicht. Dann fragen Sie Herrn Dr. Winzer bitte, wo er sich in der Tatnacht aufgehalten hat. Glauben Sie nicht, dass ich in der Lage bin, meine Fragen selbst zu formulieren? Ich weiß, dass er nicht in Brüssel war. Sein Wagen geht 250, die Autobahnen sind nachts leer. Man kann in 2,5 Stunden von Brüssel nach Frankfurt fahren und morgens wieder zurück sein. Noch ein Pastis? Wo finde ich Ihre Tochter Nathalie? Eine sehr gute Frage, die sich meine Frau und ich auch immer stellen. Wie heißt das Sprichwort, ein Sack Flöhe hüten ist leichter als ein junges Mädchen? Wenn nicht Semesterferien wären, würde ich denken, sie ist an der Sorbonne. Und studiert, aber auch das wäre eine reichlich euphemistische Aussage, wenn Sie das Wort verstehen. Monsieur.
Ich war in deutscher Kriegsgefangenschaft. Man hat mich auf einen Bauernhof zur Arbeit geschickt. Ach, was, vergessen wir's. Es ist da schließlich lang genug her. Was machen Sie hier? Ich arbeite für Dr. Winzer. Kennen Sie Dr. Winzer? Das heißt, Sie arbeiten für die Société Aéronautique. Nein, für Dr. Winzer persönlich. Ja, und was machen Sie da? Ich weiß, alles, was mit der Société zu tun hat, ist ganz versprach geheim. Noch ein? Ja. De Calvados, s'il vous plaît. Wie lange hat Dr. Winzer das Land aus hier schon? Das gehört ihm nicht. Gehört der Société. Trotzdem, wie lange kommt er schon her? 8 Jahre. Kennen Sie seine Tochter Nathalie? Ja, bien sûr. Sie war jeden Sommer hier. Ist sie jetzt hier? Ich habe sie nicht gesehen seit die 3 letzten Wochen. Nein. Versteht sich Dr. Winzer gut mit seiner Tochter? Ja, da müssen Sie Claudine fragen. Wer ist Claudine? Sie war das Mädchen im Ort. Sie waren alle hinter ihr her. Sie wollte Jean-Jacques heiraten. Jean-Jacques Mercier, den Sohn des Konservenfabrikanten. Aber dann kam der Doktor. Ein hübsches Paar, Claudine und der Doktor. Und was ist zwischen ihr und Nathalie? Ja, da fragen Sie sich selbst. Wo finde ich sie? Der Doktor oder die Société, wer weiß das, hat ihr zum Abschied ein Restaurant gekauft. Eines der schönsten an dieser Küste übrigens. Zum Abschied? Oder zum Trost. Matula. Setzen Sie sich doch einen Moment zu mir. Noch eine Werbung, Monsieur, s'il vous plaît. Ein Glas Wein? Wir hatten eine höchst überflüssige Szene miteinander. Überflüssig deshalb, weil ein wenig Nachdenken Ihnen klargemacht hätte, dass ich einfach nicht zugeben kann, Sie als Dr. Winzers Bewacher engagiert zu haben. Warum nicht? Das habe ich Ihnen bei unserer ersten Begegnung schon erklärt. Dr. Winzer hatte sich strikt verbeten. Und er ist gewöhnt, dass man ihm gehorcht. Er ist für unseren Firmenverbund Hunderte von Millionen wert. Und er weiß es. Aber er muss doch einsehen, dass... Er müsste. Aber er ist ein Star, eine Diva, ein Idiot, wenn Sie wollen. Aber wir können uns nicht leisten, ihn zu verlieren. Von diesem einen Punkt abgesehen, kriege ich keinerlei unfreundliche Gefühle ihm gegenüber. Im Gegenteil, ich bin ihm dankbar. Schließlich ist es Ihr Verdienst, dass dieser Delgado nicht in die Unterlagen gekommen ist. Ich finde es auch sehr klug, dass Sie sich einer Verhandlung entziehen. Sie haben zwar nur getan, wofür Sie engagiert waren, Dr. Winzers und meinen Besitz zu schützen. Aber vor Gericht hätte ich diesen Auftrag ebenso leugnen müssen wie dieses Gespräch. So ist es viel besser. Wo gehen Sie hin? Nein, 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 nein. Ich will es nicht wissen. Aber Sie brauchen sicherlich Geld für Ihre weitere Flucht. Reichen 3000 Mark und 6.000 Francs. Was machen Sie in Quiberon? Ich hatte eine lange Konferenz mit der SAF-Produktionsplanung. Profitsharing, Marketing, wie das so ist. Tja. Wie gesagt, bon voyage. Nehmen Sie Ihr Geld mit. Monsieur. Ich
möchte bitte die Chefin sprechen. Da haben Sie Glück. Sie ist da. Voilà la patronne. Ich verstehe. Entschuldigen Sie, ich habe nicht erwartet, dass Sie selbst bedienen. Nur meine Lieblingsgäste. Ich hätte gerne zwei Kaffee und zwei Mardo Bourgogne, wenn Sie sich zu mir setzen. Tout de suite, monsieur. Der Kaffee kommt gleich. Merci. Sie kennen Herrn Peters? Flüchtig. Ein Deutscher, der mit der Société zusammenarbeitet. Er ist gern bei mir. Sie sagen flüchtig, obwohl er mit Dr. Winzer befreundet ist? Ein Freund? Ich weiß nicht. Monsieur Winzer wechselt seine Freunde schnell. Seine Freundin auch, hört man. 6 Jahre ist nicht schnell. 6 Jahre ist ein Teil des Lebens. Ich habe Schwierigkeiten mit Dr. Winzer. Ich hoffe, eine Verbündete in Ihnen zu finden. Wie dumm. Ich brauche Hilfe. Ich komme hier allein nicht zurecht. Ja, ja. Man hat es schwer in einem fremden Land. Santé. Santé. Sie sind sehr schön. Das nützt mir nichts, dass ich es bin. Und Ihnen nichts, dass Sie es sagen. Was wissen Sie über Natalie Winzer? Sie machen alles falsch. Wirklich alles. Darf ich Ihnen meine Geschichte erzählen? Woher wissen Sie, dass ich Sie nicht kenne? Merci, Marcel. Merci. Merci. Wo ist Natalie? Im Bett. Nehme ich an. Sie ist sehr jung. Sie muss früh ins Bett. Warum machen Sie sich über mich lustig? Weil ich sonst über Sie weinen musste. Kommen Sie. Hier tut sich doch nichts mehr. Bringen Sie mich nach Hause. Ich muss noch bezahlen. Ja, das müssen Sie. Den Mann schon mal gesehen? Oft. Der Typ ist weit verbreitet. Die meisten Frauen fallen auf ihn rein. Er ist erschossen worden. Von einem Mann oder einer Frau? Von mir, behauptet die Polizei. Was hat Winzer damit zu tun? Es ist in seinem Haus passiert. Es ging um seine Dokumente. Spionage. Le Blanc. Was heißt das? Wo es um Spionage geht, ist Leblanc nicht weit. Er sagt zwar, er arbeitet nur zu ihrer Abwehr. Aber Leute, die Waffen bauen, tun das hier angeblich auch nur zur Verteidigung. Wer ist dieser Leblanc? Der Sicherheitschef der Société Aéronautique. Wo finde ich ihn? In Winzers Nähe. Ich habe gehört, Winzer hat eine ganze Menge gegen Bodyguards. Leblanc ist kein Bodyguard. Er ist viel mehr. So, da sind wir. Können wir nicht noch? Nein, wir können nicht. Gute Nacht. Sie haben viel geredet, aber nichts gesagt. Vielleicht haben Sie nur schlecht zugehört. Sie wissen mehr, als Sie zugeben. Sie nicht? Nein. Thank you.
Vous avez besoin d'aide? Voulez-vous que j'appelle un docteur? Why not? It's good. Ah, it's good. He's in Deutscher. Können Sie gehen? Kommen Sie. Die Polizeiwache ist nicht weit. Was soll ich meiner Polizei? Aber man hat sie heimtückisch überfallen. Ich war da drüben mit meinem Hund. Ich habe alles gesehen. Sie müssen Anzeige erstatten. Haben Sie die Burschen erkannt? Nein, es war zu dunkel. Aber Sie haben Mademoiselle Claudine nach Hause gebracht. Das habe ich gesehen. Und? Ist das verboten? Natürlich nicht. Mademoiselle Claudine ist eine sehr beliebte junge Dame. Es muss festzustellen sein, wer ihre weniger erfolgreichen Verehrer sind. Sie meinen, es war ein Überfall aus Eifersucht? Bien sûr. Welchen Grund sollte es sonst geben? Kennen Sie Dr. Winzer? Nein. Die Geschichte zwischen dem Doktor und Claudine ist zu Ende. Das weiß die ganze Stadt. Und der Doktor ist ein Gentleman. Er würde niemals zu solchen Mitteln greifen. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Monsieur. Leblanc. François Leblanc ist mein Name. Wenn mein Mandant sich dem Verfahren entziehen wollte, meinen Sie, er würde sich ausgerechnet an den Aufenthaltsort von Dr. Winzer begeben? Ich verstehe sehr genau, was er will. Verdunkeln. Absprachen treffen. Zeugen beeinflussen. Beweise fingieren. Wenn ihm das gelingt, kann er getrost zur Verhandlung erscheinen. Wenn nicht, können Sie sich nicht vorstellen, dass sein Vertrauen in die Ermittlungsarbeit der Polizei gestört ist? Nein. Und wenn eine solche Störung vorliegt, dann wäre es an Ihnen gewesen, ihn positiv zu beeinflussen. Haben Ihre Ermittlungen zum Beispiel ergeben, dass Dr. Winzer der Mordnacht in Deutschland war? Er war nicht in seinem Hotel, das ist mir bekannt. Und dafür gibt es auch eine Erklärung. Ich rede nicht vom Hotel. Herr Dr. Renz, wussten Sie, dass Herr Matula nach Frankreich fahren würde? Er hat mir angedeutet, dass er sich mit dem Gedanken trug. Sie haben ihn also nach seiner Flucht noch gesehen? Gesprochen. Dann hätten Sie ihm doch zureden sollen. Herrgott, der Mann kämpft um seine Freiheit. Um seine Existenz. Eben. Ein Auslieferungsbegehren an die französische Justiz ist bereits gestellt. Noch haben Sie ihn nicht. Außerdem wird Matula sich freiwillig stellen. Monsieur Mayer, on vous demande au téléphone, s'il vous plaît. Hallo, Dieter. Oh, Mademoiselle Claudine. Ich möchte Sie sehen. Am Nachmittag, so ab 4. Warten Sie am Yachthafen von Quiberon auf mich. Wählen Sie einen Platz, wo man Sie nicht sieht, Sie aber alles beobachten können. Und wie finden Sie mich da? Ich werde ein sehr auffälliges Auto fahren. Sie erkennen es bestimmt. Thank you.
Haben Sie keine Angst, ich tue Ihnen nichts. Ich bin ein Angestellter Ihres Vaters und möchte mich gern mit Ihnen unterhalten. Sie brauchen wirklich keine Angst zu haben. Wenn Sie sich lieber mit mir am Deck unterhalten wollen, gehe ich nach oben. Begreifen Sie doch endlich, dass ich Ihnen nichts tun will. In dieser Pistole ist eine Rakete. Wenn ich abdrücke, reißt sie Ihnen ein Loch in den Bauch, so groß wie ein Bullauge. Das werden Sie nicht tun, weil es dafür keinen Grund gibt. Gehen Sie von Bord! Wissen Sie, dass im Haus Ihres Vaters ein Mann erschossen worden ist? Es war ein Freund von Ihnen. Ist nicht wahr. Es gibt Zeugen, die Sie mit ihm gesehen haben. Sie lügen. Es gibt ein Feuerzeug. Mit den Initialen N und P. Natalie und Pablo. Vielleicht war es mal ein Liebespfand. Jetzt ist es nur noch ein Beweisstück. Natalie, seien Sie vernünftig. Ich will Ihnen nichts tun. Nein. Im Gegenteil, ich brauche Ihre Hilfe. Lassen Sie mich los. Okay. Natalie! Osuko! Natalie! Osuko! Osuko! Bitte! Osuko! Osuko! Hilfe! 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 Bitte, Osuko! Bitte! Hilfe! Haben wir's. Wie war Natalie? Völlig hysterisch. Sie haben gewusst, dass sie auf der Yacht war, nicht wahr? Nein.
Weshalb haben Sie mich dann in den Hafen bestellt? Ich wollte wissen, wen Vince jeden Tag auf der Natalie 2 besucht. Ich habe zwar geahnt, dass es Natalie 1 war. Aber ich wollte es wissen. So, fertig. Ich könnte einen Cognac brauchen. Ich glaube, das lässt sich machen. Sie nicht? Doch, ich auch. Lieben Sie ihn noch? Wen? Vincent? Ich weiß es nicht. Aber ich verspreche dir, dass ich in der nächsten Stunde nicht an ihn denke. Natalie närrisch. Alles, was sie kann, was sie denkt, was sie will, hat sie von ihm. Als er merkte, dass sie eine Frau wurde, lehrte er sie Sex. Es war, ja, es war fast natürlich. Und da verließ er dich? Warum hätte er so was Dummes tun sollen? In seinem Bett war Platz für uns beide. Ich verließ ihn. Natalie weiß etwas. Du hättest ihr Gesicht sehen müssen, als ich von dem Toten sprach. Lass sie in Ruhe. Lass Vincent in Ruhe. Du hast keine Chance gegen sie. Ich will doch... Geh nach Südamerika. Geh nach Asien oder Afrika. Es gibt genug Plätze, wo dich niemand findet. Wenn du sie nicht weißt, sage ich sie dir. Vielleicht würde ich dir sogar einen zeigen. Claudine, ich habe diesen Menschen nicht getötet und deshalb werde ich auch nicht fliehen. Du hast ihn getötet. Du weißt es nur noch nicht. Du bist ein Nichts. Deshalb bist du ein geeigneter Mörder. Was soll das? Wenn die Société Aéronautique, wenn die, wer heißt der deutsche Konzern? Hessische Elektronikgesellschaft. Wenn diese Monstren einen Mörder brauchen und sie haben die Wahl zwischen dir und dem Mann, der hier Milliarden verdienen hilft, wen wählen sie wohl? Diese Gesellschaften bestimmen nicht die Wahrheit. Wer dann? Du? Es gibt sie. Wo? Bonsoir. Sors! Mais c'est lui qui doit sortir. Où il s'en va? Avec moi. Tiens, Sie sich an, Herr Matula. Ihr Flugzeug wartet. Was für ein Flugzeug? Wohin? Nach Frankfurt. Glaub ihm nicht. Er lügt. Die Polizei kommt bald hierher. Ziehen Sie sich an. Wir wünschen keinen Skandal. Ich bringe Sie zum Flugplatz. Ich habe keinen Pass. Sie brauchen keinen. Aber in Frankfurt. Beeilen Sie sich.